nach der Hochzeit ist vor der Hochzeit, so das diesjährige Motto des britischen Königshofes und vor allem des Örtchens Windsor. Nur wenige Monate nach der Hochzeit von Prinz Harry, 33, und Herzogin Meghan, 36, stürzen sich die Royals in die Vorbereitungen zur nächsten Trauung. Prinzessin Eugenie, 28, ehelicht am 12. Oktober 2018 ihren Langzeitfreund Jack Brooksbank, 32. Was wir schon wissen. Langsam wird's ernst. Prinzessin Eugenie und ihr Verlobter, Jack Brooksbank, müssen nicht nur die Hochzeit, sondern auch das Leben danach organisieren. Eine Sache soll der Brite nun klargestellt haben: er verzichtet auf einen royalen Titel. Anders als Herzogin Meghan, die nach der Hochzeit mit Prinz Harry von Meghan Markle zur Herzogin wurde, will der Unternehmer keinen Adelstitel verliehen bekommen. Damit folgt er einem berühmten Beispiel, Chris O'Neill. Der Ehemann von Prinzessin Madeleine verzichtete ebenfalls darauf, einen Titel des schwedischen Königshauses. Was Eugenie wohl zu seinen bodenständigen Plänen sagt? Laut der britischen Daily Mail soll sie das Vorhaben ihres Verlobten sehr gut finden und es kaum erwarten können, nach der Hochzeit ihre königliche Hoheit Prinzessin Eugenie, M.E.S. Jack Brooksbank zu heißen. Bei all dem Hochzeitsstress setzt Eugenie auf die Unterstützung der eigenen Familie. Vor allem Schwester Beatrice, 29, soll eine zentrale Rolle bei der Trauung im britischen Windsor spielen, sie soll ihrer kleinen Schwester als Brautjungfer zur Seite stehen. Mindestens das, so die Einschätzung des Royal-Experten Richard Fitzwilliam. Gegenüber dem britischen Express mutmaßte er gar, sie könnte sogar eine schöne Trauzeugin sein, so wie Pippa für Katte. Welchen Platz Prinzessin Beatrice bei der Hochzeit von Eugenie und Jack einnehmen wird, das ist noch nicht offiziell bekannt gegeben worden. Fakt ist aber, dass die beiden Enkelinnen von Queen Elizabeth, 92, ein äußerst enges Verhältnis haben und sich auch in schweren Zeiten immer zur Seite stehen. Neben der royalen Familie will Eugenie derweil auch das britische Volk in ihre Trauung mit einbinden. Nicht nur, dass royale Fans am Straßenrand erwartet werden, einige ausgewählte Briten dürfen auch Teil der Zeremonie sein. Wie ihr Cousin Harry auch, die zweite Tochter von Prinz Andrew, 58, und Sarah Ferguson, 58, auch Fremde zu ihrer Hochzeit ein. 200 Personen aus dem ganzen Land sollen Zugang zu der Traumhochzeit der Prinzessin bekommen. Für die begehrten Plätze kann man sich schon jetzt bewerben. Auf der Seite royal.org können sich Interessierte für eine Teilnahme melden. Voraussetzung: man muss älter als 5 Jahre alt sein und eine britische Postadresse haben. Dass Eugenie ebenfalls ausgewählte Personen zu ihrer Hochzeit einlädt, ist nicht die einzige Parallele zu der Hochzeit von Harry und Meghan. Wie das Ehepaar, das sich im Mai 2018 vermalte, heiratet auch Eugenie im britischen Windsor. Von der St. Georgs Kappel aus soll es, wie bei Harry und Meghan auch, mit der Kutsche zum Schloss gehen. Allerdings werden Eugenie und Jack einen kürzeren Weg für die Kutschfahrt wählen. So werden die 28-Jährige und ihr Verlobter nur einen Teil der High Street befahren, Anfang und Ende der Fahrt decken sich aber mit der Strecke von Harry und Meghan. Grund für die verkürzte Fahrt soll dabei das unstete Wetter sein. In Großbritannien kann man im Oktober, anders als im Mai, nicht unbedingt auf Sonnenschein setzen. Echte Hochzeitsprofis, Georg und Charlotte kennen sich in Sachen Heiraten schon bestens aus. Schon bei Tante Pippa begeisterten sie im Mai 2017 als royale Blumenkinder. Echte Hochzeitsprofis, Georg und Charlotte kennen sich in Sachen Heiraten schon bestens aus. Schon bei Tante Pippa begeisterten sie im Mai 2017 als royale Blumenkinder. Nicht nur die Frage nach der Brautjungfer beschäftigt das angehende Ehepaar, auch die Blumenmädchen und Page Boys müssen mit Bedacht gewählt werden. Auch in diesem Punkt wurden schon konkrete Namen in Umlauf gebracht. Eugenie soll nach Informationen des Mirror auf eine besonders sichere Bank setzen, Prinz Georg, 4, und Prinzessin Charlotte, 3. Die Kinder von Prinz William, 36, und Herzogin Katharine, 36, sind mittlerweile richtige Hochzeitsprofis, flankierten nicht nur Tante Pippa, 34, sondern auch Tante Meghan, 36, auf dem Weg zum Altar.
als weiteres royales Blumenmädchen soll auch Maud Windsor, 4, Tochter von Lord Frederick Windsor mit von der Party sein. Doch Eugenie schaute sich nicht nur in der eigenen Familie nach den passenden Begleitern um, auch bei den Kindern von Freunden wurde sie fündig.